Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Dieses Let's Play trägt den schönen Titel Ace Attorney Choro, auf Deutsch Ass-Anwalt Choro. Es ist eine sozusagen eine Ace Attorney Erweiterung, ein Fangame sozusagen. Wer Ace Attorney nicht kennt, der kann es ja mal googeln. Das ist ein Gerichtsspiel, wo man einen Anwalt spielen muss. Also es ist ein reines Denkspiel. Man muss einfach Gerichtsverhandlungen führen, da mit Beweise vorlegen und so. Ja, also wer das noch nicht kennt, der kann einfach mal danach googeln. Ihr werdet diesem Let's Play tausende von Fails geben, sehen von mir, weil, ja, logisches Denken und so. Wer weiß, ob ich das noch so drauf habe. Dieses Spiel beinhaltet drei Fälle, die natürlich immer wieder schwerer werden. Und es wird auch irgendwann mal ein Add-on geben, wo der finale vierte Fall draufkommt, weil aus speziellen komplikatorischen Gründen konnte Pyroflo, also das Game ist wieder von Pyroflo, der konnte den vierten Fall nicht mehr einbauen, da er mal das Game verloren hatte und es nur noch die Encrypted Data besitzt, also wo man das Game nicht mehr öffnen kann, sondern nur noch spielen kann. Ja, ihr versteht wahrscheinlich eh nicht alles, was ich laber. Auf jeden Fall schauen wir uns doch einfach mal das Game an. Weiteres erkläre ich dann einfach drinnen. Diesmal bin ich der Angeklagte. Was soll ich nur machen? Ich werde definitiv für schuldig erklärt werden. Fall 1, Wandel des Anfangs. Patrick, Choro und der alte Drogenopa. Und die Musik. Ich bin sowas von erledigt. Und auch hier kenne ich bereits den ersten Fall, aber als ich das gespielt habe, das ist genau wie bei Pyroflo's Kingdom Hearts, lange, lange her. Also ich werde wahrscheinlich eh nichts mehr wissen. Ah, cool, ich kann labern. Servus. Sind wir das Gebäude nicht verlassen? Ach, ich bin Pyroflo und bin angeklagt, oder? Gerichtslobby. Steckst wohl mächtig in der Klemme, Pyroflo. Ja, na und? Das ist nicht Ironie. Ich werde deine Schuld beweisen. Du bist eigentlich ein Vollkacknook. Gib lieber gleich auf und gesteh alles, dann gibt's vielleicht eine Strafminderung. Na, Choro, was geht ab? Hallo, Pyroflo. Choro, was machst du hier beim Gericht? Eigentlich wollte ich mir nur ein Sandwich kaufen, aber das Bistro macht erst in der Pause auf. Warum bist du hier, Pyroflo? Wen verteidigst du heute? Choro, ich bin kein Anwalt mehr. Und außerdem bin ich der Angeklagte. Ah! Kannst du mir nicht helfen? Wie denn? Sei mein Anwalt. Choro, Alter, das ist die schlechteste Idee, die du hättest nehmen können. Aber ich kann auch nicht. Willst du lieber, dass ich hinter Gitter komme? Na gut, aber nur weil du es bist. Danke, Choro. Okay, aber was macht man so als Anwalt? Mich vor Gericht vertreten und meine Unschuld beweisen. Wenn es so einfach ist, wie es klingt, dann gerne. Okay, dann müssten wir dem Gericht berichten. Oh Gott. Choro ist ein Feuerigel. Pyroflo ist Ex-Abenteurer. Oh yeah. Passt schon. Also ab zum Gericht. Achso. Warte, hier ist das Gericht, ne? Aber ich bin nicht unbefugt. Choro ist mein Anwalt. Das musst du aber anmelden. Deswegen will ich ja da lang. Oh, du hast recht. Spaß. So, was haben wir da? Büro des Richters. Ah ja, okay. Hier musst du ohne mich rein. Was soll ich sagen? Melde dich als mein Anwalt und ich bin dein Mandant. Das ist alles. Anwalt, Mandant, muss ich mir merken. Tod, verkackt. Das weiß ich noch. Du hast einen Drogenober. Ja, bitte. Hi. Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin Choro the Hedgehog. Und was ist Ihr Anliegen, Herr der Hedgehog? Ich bin Pyroflo's Anstalt. Wie bitte? Ich bin Pyroflo's Anhalt. Sie mein Anwalt? Ja, meine ich ja. Okay, also was bringt Sie zu mir? Ich verteidige meine Mandarine. Pyroflo heute vor Gericht. Mandarine? Denkt nach, Choro. Oh, Mandarinen sind lecker. Ich meinte meine Mandel, Pyroflo. Meinen Sie vielleicht Mandant? Ja. Ich glaube nicht, dass ihn das rettet, aber was soll's. Da hast du recht, ich bin auf deiner Seite, wollte ich sagen. Sind Sie denn bereits als Anwalt qualifiziert? Final Destination. Oh nein, what a Drogenwart, Angry Faces. Nein! Das ist die falsche Antwort, Choro. Wenn Sie sich von Ihrem Mandanten alles erklären lassen, dürfen Sie heute als Anwalt sein. Das geht, aber nur weil Ihr Mandant mal ein Anwalt war und damit er Angry Faces hatte. Ausnahmemarke zur Gerichtsakte hinzugefügt. So steckte sich die Marke an. Epic Fail, Bitches. Wie ist es gelaufen?
Ich darf dann bald sein. Cool. Dann musst du jetzt nur noch erklären. Bitte danke für die Führung zum Gerichtssaal. Das Gericht beginnt gleich. Wir müssen uns beeilen, Shogo. Aber du musst mir noch erklären, wie man... Dafür ist während der Verhandlung noch genug Zeit. Wenn wir zu spät kommen, sind wir erledigt. Muss ich hier lang? Nein, ich darf nicht auf die Zuschauertribüne. Ah, warte mal. Hat der den Tod auf die Zuschauertribüne gemacht? Da wollte man Easter Egg machen. Jetzt. Spiel schon speichern? Ja, nein, vielleicht. Ja, möchte ich. Ey, die sehen richtig geil aus, diese. Nein. Seht ihr, auf der Zuschauertribüne steht einmal ein Mowgli und damals da oben auf der rechten Seite ist ein Platz leer. Da sollte eigentlich ein Toad stehen. Das riecht toll. Der Fall von Büroflo wird behandelt. Du hast aber noch eine Frage, Angeklagter. Ja? Wie lautet ihr Nachname? Ist es nicht egal? Nein, das ist für das Protokoll. Scarlett. Also, sind alle Parteien bereit? Die Staatsanwaltschaft ist bereit, euer Ehren. Was soll ich jetzt sagen? Sag einfach, die Verteidigung ist bereit, euer Ehren. Was er gesagt hat? Dann beginnen wir mit dem Fall, ihr Eröffnungsplädoyer, Herr Patrick. Herr Patrick. Super Nachname. Sehr wohl, euer Ehren. Dir wird vorgeworfen, den Mord an Katie Cynthia begangen zu haben. Plädiert die Verteidigung auch schuldig oder nicht schuldig? Nicht schuldig, natürlich. Das kann sogar ich allein beantworten. Da sollten wir eindeutige Beweise präsentieren, dass Pyroflo Katie umgebracht hat. Einspruch. Angeklagter. Ja. Als Angeklagter dürfen Sie keinen Einspruch erheben. Du warst Joe. Okay, versuch's. Ich muss das tun, was Pyroflo versuchen wollte. Einspruch. Was ist Ihr Anlass, Herr Anwalt? Wenn ich das wüsste... Wir hören... Ah... Flott, er hatte keinen Grund, Katie zu töten. Sie ist seine Freundin. Einspruch. Oh nein, nicht Patricks Einspruch. Ich wollte gerade unsere Beweise vorzeigen, die sein Motiv erklären. Wow, gleich am Anfang so viele Einsprüche, das kann spannend werden. Zuerst einmal lege ich die Mordwaffe vor, mit der Katie umgebracht wurde. Das Gericht erkennt es als Beweis an. Pyroflo starb, zu Gerichtsakte hinzugefügt. Beschreibung, Pyroflo starb, auch genannt Treuestab. Trägt keine Fingerabdrücke, weil Pyroflo immer Handschuhe trägt. Im Autopsiebericht steht alles weitere. Okay. Todeszeit 13:20. Todesursache Stich in den Kopf. Im Autopsiebericht steht bei der Todesursache Stich in den Kopf. Kann man mit einem Stab denn stechen? Nun, Pyroflo-Stab ist ein besonderer Stab. Er ist genau zum Stechen geeignet, fast wie ein Speer. Interessant. Wenn Sie solche Beweise haben, dann haben wir keine Chance. Reicht die zusammen. Die Beweise beweisen noch gar nichts, außerdem bin ich unschuldig. Wenn die Verteidigung mal bereit wäre, würde ich gerne meinen ersten Zeugen aufrufen. Also ihr seht schon. Bevor ich jetzt weitermache, das ist eine Reihe in das logisches Denkenspiel. Also wer die Ace Attorney Serie kennt, der wird sich auch hier vollstens begnügt oder halt... Also er wird's mögen, sagen wir es mal so. Und wer es auch nicht kennt, aber so auf so ein bisschen Rätselzeug steht, der wird sich hier auch wohlfühlen eigentlich. Also ich mache es einfach mal weiter. Zeuge, nennen Sie Name und Beruf. Nein, ich bin Peter Felsener, Inspektor vom Mord. Dann sagen Sie mal was über... Dann sagen Sie mal über das aus, was... Sie über den Mord wissen. Jawohl! Das Motiv des Angeklagten ist die Spielkarte Herz Ass von Katie. Sie ist wohl eine besondere Auszeichnung von Katie. Und sie bekommen Stach. Also, um sie zu bekommen, stach der Angeklagte dem Opfer in den Kopf. Der Beweis dafür ist, dass auf der Karte Blut des Opfers und die Fingerabdrücke des Angeklagten drauf sind. Okay. Wirklich äußerst interessant. Der Anklage würde die Karte gerne als Beweis einreichen. Das Gericht akzeptiert es. Yeah. Herzass von Katie mit Blut und Katie und Fingerabdrücken von Pyroflo. Was soll ich nun machen? Kreuzfeuer. Was? Gleich wird das Kreuzfeuer beginnen. Du wirst deine Zeugen über seine Aussage befragen. Wenn dir auffällt, dass er lügt, musst du Einspruch erheben und den Widerspruch zu den Fakten beweisen. Aber es klang nicht nach einer Lüge. Manchmal erinnert sie sich auch nur falsch. So oder so ist es schlecht für uns. Und bau nicht so viel Blödsinn, sonst verlierst du Geduldspunkte. Wenn sie auf Null sinken, verlierst du. Das ist unser Leben. Also Leben werden jetzt nicht durch Kampf vernichtet, sondern wenn wir was falsch machen. Sie dürfen den Zeugen nun ins Kreuzfeuer nehmen. Na gut, ich werde versuchen. Kreuzfeuer. Joe gegen Patrick. Das Motiv des Angeklagten ist die Spielkarte Herzass von Katie. Klar, passt. Sie ist wohl eine besondere Auszeichnung von Katie. Ja, Pech. Und sie bekommen Stach der Angeklagte dem Opfer in den Kopf. Ich frag mal genauer nach. Moment mal! Woher wollt ihr das wissen? Die Waffe des Angeklagten war die Mordwaffe. Mist. Hab ich jetzt verkackt? Bloß das Opfer und die Fingerabdrücke, genau.
Ich kann doch gar nichts. Was soll... Was nun, Pyroflo? Der Widerspruch, ich weiß nicht, ob... Er es unbewusst oder mit Absicht macht. Aber Inspektor sagt nicht die Wahrheit. Du musst den Widerspruch finden und es beweisen. Präsentiert was, wenn die Aussage der Lüge gezeigt wird. Moment mal! Wer weiß das denn? Der Anklagte wollte sie, deswegen. Okay. Okay, Moment. Nächste Aussage. So. Jetzt. Moment mal! Auf welcher Karte? Die Herz-Ass-Karte von Katie. Hörst du mir ab zu? Bin ich jetzt eigentlich dumm, Schädel? Ich muss irgendwann mal... Aber das habe ich doch noch gar nicht. Okay, ich will kurz mal was wissen. Ach so. Nein, 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 ich brauche noch nichts. Achso, jetzt muss ich was präsentieren. Ganz klasse. Ja, nimm das. Das ist schon ein Fail. Das ist schon ein Fail. Ich muss es nachher machen. Nein. Zack, mir nicht 10, egal. So. So, und jetzt. Nein. Jetzt. Jetzt muss ich den Stab aktivieren. Take that. Herr Inspektor, was ist? Sind Sie hier, dass auf der Karte Fingerabdrücke sind? Ja, das haben die Untersuchungen ergeben. Aber Pyroflo hinterlässt keine Fingerabdrücke, weil er nämlich immer Handschuhe trägt. Final Punch, Bitches. Oh, Peter Felsener, das war's für dich. Moment mal. Das liegt okay. Und was, wie weißt du damit? Einspruch! Ganz einfach. Da Pyroflo nie Fingerabdrücke hinterlässt, kann keiner nachweisen, dass Pyroflo die Waffe in den Kopf von Katie gerammt hat. Oh, Fatality. Ruhe im Gerichtssaal, Angry Face. Also, Anwalt, was soll ihr... was soll ihre Beweisführung ergeben? Das ist einfach. Keiner kann nachweisen, dass Pyroflo der Mörder ist, weil man keine Fingerabdrücke auf seiner Waffe findet, Bitches. Ja, wenn man so drüber nachdenkt, das könnte jeder die Waffe nehmen. Ja. Halte mich langsam. Ich peng gleich ein. Aber euer Ehren, wo sollen dann die Fingerabdrücke auf der Karte sein? Nun. Antworte nicht. Was, warum nicht? Weil die Beweislast bei der Anklage liegt. Ruhe im Gerichtssaal. Also, Herr Staatsanwalt, was sagen Sie dazu? Woher kommen die Fingerabdrücke? Nun, meine nächste Zeuge wird dazu sicher mehr sagen können. Was? Wer soll dieser Zeuge sein? Angeklagter! Sie dürfen nicht so viel sprechen, lassen Sie den Anwalt reden. Schon klar. Will mal nicht so sein und gehe auf die Frage von dem Angeklagten ein. Moment, der Ablauf bestimmt immer noch ich. Also, Herr Staatsanwalt, wurde der Zeuge bereits vorgeladen? Nein, euer Ehren. Habe es ein Kinderspiel, ihn in den Zeugenstand zu rufen. Da bin ich mal gespannt. Er gerufen den Angeklagten in den Zeugenstand. Was? Wie? Was? Mich? Okay, das wird ja einfach werden. Zeuge, nennen Sie Namen und Beruf. Das weißt du doch, du Depp. Ich bin Bruno Scarlett und bin ein ehemaliger Anwalt. Bleib beim Thema. Mach nun eine Zeugenaussage, warum auf dem Stab keine Fingerabdrücke sind, aber stattdessen welche auf der Karte sind. Wenn es denn sein muss. Ich hielt die Karte Herz Ass von Katie, als ich ihr Haus verlassen wollte. Das muss so um 13:10 gewesen sein. Draußen wurde ich plötzlich von einem Jungen angegriffen. Da wurde der Nachbar. Er besiegte mich im Kampf, weil ich meine Waffe bei Katie vergessen hatte. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich die Karte nicht mehr. Schwul. Wenn das stimmt, dann hat diese Aussage nicht die Schuld des Angeklagten bewiesen, sondern eher die Unschuld. Wie jetzt? Der Angeklagte hatte damit doch eindeutig ein Alibi. Fatality. Euer Ehr ist nice, das. Aber dann ist unschuldig. Es scheint so. Wenn jemand was dagegen hat, werde ich nur mein Urteil verkünden. Einen Moment noch, euer Ehren. Was gibt es? Woher wollen wir wissen, dass diese Zeuge nicht lügt? Sie haben den Zeugen aufgerufen. Die Beweislast liegt bei Ihnen. Oh, fuck. Also dann. Moment mal. Ich möchte das Gericht ersuchen, sich noch einen weiteren Zeugen anzuhören. Einen weiteren Zeugen? Wer soll das sein? Ein Augenzeuge, euer Ehren. Der hat Pyroflo zum besagten Zeitpunkt gesehen. Boah, jetzt kommt die Mucke. Okay. Das würde die Sache natürlich sofort verändern. Oh, Krüppelaugen. Oh, Mann. Da fehlt mir keine Zeit. Schicken Sie den Zeugen sofort in den Zeugenstand. Wir werden uns darum kümmern. In der Zwischenzeit mache ich... Das Gericht eine Pause von 10 Minuten.
Geht klar, Bitches. Auf jeden Fall, Fall 1 ist noch so ein Tutorial-Fall. Fall 2 und 3 müssen wir dann selber erstmal denken. Doch, Choro, du Kackbuhn. Jo. Ja, wofür mache ich mich so? Ist jetzt noch ganz in Ordnung. Aber wenn das aus... Aber wenn der Augenzeuge wieder nicht die Wahrheit sagt, müssen wir aufpassen. Okay, okay. Dieses Foto könnte uns weiterhelfen. Ah. Was ist auf dem Foto zu sehen? Ich zeig's dir. Da bist du und ein anderer Typ. Das Bild nach der Schlägerei, das könnte uns helfen. Dann habe ich meine Waffe da nicht. Sie könnten sie uns das nicht anhängen. Schlau, aber wer hat das Foto geschossen, du Pistenhecht? Wir sollten zurück zum Saal, aber lass uns nun was in die Fressleiste stopfen. Ich habe Hunger. Oh ja. Darf ich hier fressen? Klar. Stimmt, fressen heilt mich. Jetzt habe ich meine 10 Punkte wieder. Bitches. Weiter geht's. Das Gericht tagt wieder. Der Fall Papyroflow wird weiterhin behandelt. Die Anklage würde nun gerne ihren nächsten Zeugen aufrufen. Ein Augenzeuge, der das Handgemenge beobachtet hat. Zeuge, nennen Sie Namen und Beruf für die Akte. Ich bin Moseriösi. Vom Beruf her bin ich Student, wenn man das als Beruf sehen kann. Ein bisschen Spaß. Ah, dich kenne ich doch, du bist der Typ. Schön, dich wiederzusehen, Flo. Hör auf mich, dem gefakten Grinsen. Woher kennt ihr euch? Euer Ehren? Mo ist der, der Pyroflo in einen Kampf verwickelt war. Ach, so ist das. Also dann, machen Sie eine Aussage. Ich ging um 13:10 aus dem Haus. Da sah ich einen Jungen, der auf Katies Haus ging. Hat eine Herz-Ass-Karte in der Hand. Ich dachte, er hätte sie gestohlen. Also griff ich ihn an und holte die Karte und wollte sie ihr wiedergeben. Doch sie war schon tot. Das stimmt nicht. Eins bleibt noch offen. Wie sollte der Angeklagte das Opfer umgebracht haben, wenn er ohnmächtig war? Ich glaube, der Angeklagte hatte sie schon vor dem Kampf gegen mich umgebracht. Das glaube ich, weil er seine Waffe beim Kampf nicht dabei hatte. Was? Dieser Zeuge lügt. Angeklagter, das kann Ihr Anwalt ja denn sicher im Kreuzfeuer beweisen. Ja. Kreuzfeuer bitte. Jawohl, euer Herr. Das ist ganz einfach. 13:10 sind aus dem Haus gegangen. Aber 13:20 ist der erst draufgegangen. Oh yeah, Bitches. Moment mal! Woher wusstest du, wie spät es war? Ich trage eine Uhr. Oh, cool. Moment mal! Ein Junge, das könnte jeder sein. Zwei durch den Angeklagte. Zeuge, sind Sie unsicher? Stimmt. Right, Bitches. Ange. Moment mal! Und deswegen haben Sie ihn angegriffen? Ja. Mehr nicht? Nö. Super. Also griff ich ihn an, wollte die Karte. Holte die Karte und wollte sie ihr wiedergeben. Moment mal! Einfach erstmal, dass der Angeklagte die Karte stahl, weil Katie diese Karte nur für ihren ihren engsten Freunden gibt. Und der Typen habe ich vorher noch nie gesehen. Interessant. Doch sie war schon tot. So, Bitch. Das kann nicht sein. Hehe, Todeszeit 13:20, Bitch. Einspruch! Mo! Ja? Sie behaupten, es war 13 Uhr und laut ihrer Aussage müsste Katie zu diesem Zeitpunkt tot gewesen sein. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass Katie erst um 13:20 gestorben ist. Ugh, Fatality. Da ist das dran. Das heißt, eigentlich sagt er, hätte sie vor dem Kampf nicht umbringen können. Und da Katie nach ihrem Kampf gegen Pyroflo umgebracht wurde, sind Sie der Einzige, der Katie hätte umbringen können. Was ich? Herr Anwalt, bezichtigen Sie etwa den Zeugen, der eigentlich Mörder zu sein? Das tue ich, euer Ehren. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja, spannende Wendung. Das hoffe ich nämlich auch, dass Choro weiß, was er tut, denn das weiß er eigentlich nie, weil er ein Müllfresser mit minus 66 IQ ist. Auf jeden Fall mache ich hier erstmal einen kleinen Cut. Das ist jetzt der erste Eindruck zum Spiel. Wir sind schon mitten in Fall 1. Keine Sorge, Falle 2 und 3 werden viel länger gehen. Da müssen wir auch mal rumlatschen. Jetzt sind wir nur im Gerichtssaal, weil es ein Tutorial-Fall ist. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Es wird auf jeden Fall noch viel, 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 viel spannender. Falls ihr den Gerichtssaal, den Mogri oder sonstigen Drogenopa, der viel zu klein für den Thron ist, oder sonstiges mögt, könnt ihr mich gerne mit einem Daumen nach oben, einem Favo oder einem Abo
oder das Verbreiten des Videos unterstützen, wenn ihr mögt. Würde mich auf jeden Fall alles unterstützen und freuen. Bis zum nächsten Mal bei Ace Attorney Choro, sagt euch euer Irgendwasifi. Bye.